Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier bei Manor Lords, zurück hier in unserem kleinen Dorf, das immer noch fest im Griff des Winters ist. Allerdings haben die Dorfbewohner es bald überstanden, denn es ist Februar und im März beginnt der Frühling. Und das bedeutet, ein Jahr lang leben sie schon hier. Zumindest haben vor einem Jahr die ersten 5 Mutigen hier begonnen zu siedeln. Und schaut mal, wie es jetzt schon aussieht. Schön aussieht. Ja, dennoch bleibt immer noch so ein bisschen die Angst davor, dass es mit der Nahrung nicht ganz reicht. Wobei 5 Monate heißt Juli und Juli heißt, dass wir eigentlich die Beeren bis dahin schon gut geerntet haben sollten. Insofern bin ich ganz optimistisch. Wir können aber schon ein bisschen noch weiter vorplanen und ein paar Dinge tun. Und zwar folgendes. Ich habe mir überlegt, wir sollten vielleicht nicht so viel Zeit verstreichen lassen und vielleicht versuchen, noch ein zweites Feld zu beackern, weil hier ist ja schon gepflügt und ausgesät worden. Das heißt, die Bauern haben eigentlich im Frühjahr erstmal gar nichts zu tun. Und jetzt stellt sich die Frage, was sollte man hier bauen? Und ich habe mir überlegt, also wenn man jetzt über Felder nachdenkt, Flachs oder Gerste wäre natürlich jetzt das nächste Logische. Beides brauchen wir für unsere Quest. Allerdings ist es so, dass wir für Flachs mehr Gebäude brauchen zur Weiterverarbeitung, glaube ich. Wobei, sicher bin ich mir auch nicht. Wir gucken nochmal. Industrie. Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen nur diesen Weber. Der macht Flachs zu Leinen. Und Leinen? Ja, was machen wir mit Leinen? Zählt Leinen jetzt hier als möglicher dritter Art? Clove Leverjan. Ja. Okay, und wie wird aus Leinen Kleidung? Ist das nochmal ein anderes Gebäude? Ach nee, hier steht aber jetzt Clove. Okay. Okay, also Linen und Clove scheint hier dasselbe zu sein. Sind nur zwei. Ja, werden hier zwei verschiedene Begrifflichkeiten gewählt. Ich würde eigentlich lieber Bier brauen für die Taverne, aber es gibt ein Problem. Das können wir uns direkt mal anschauen. Nämlich, wenn wir hier mal auf die Fruchtbarkeiten gucken, dann sehen wir das, was wir brauchen. Für die Taverne ist Fruchtbarkeit für Gerste. Und die ist leider hier nicht gegeben. Sondern hier auf diesem Gebiet oder hier. Ich bin mir nicht sicher, wie effizient das ist, trotzdem hier anzupflanzen, weil es eben nah bei ist. Oder ob man lieber dann diesen weiten Weg geht. Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung. Aus dem Grund würde ich aber vielleicht jetzt für diese Zeit erstmal Flachs dann doch machen. Und hier hinten ein Feld anlegen. Was hier eine schöne Fruchtbarkeit für Flachs hat. Ja, versuchen wir das direkt nochmal. Und zwar, das sollte jetzt auch kein übermäßig riesiges Feld werden. Machen wir das mal von hier bis da. So. Mittelgroßes Feld. Ich glaube, das braucht auch jetzt erstmal gar nicht groß bestellt zu werden. Das wird dann ja dann im Frühjahr geschehen. So, und dann werden wir hier direkt einen Pfad... Na, warte mal, was habe ich jetzt falsch gemacht? Direkt einen Pfad dahin legen, sodass die Bauern dann gleich loslegen können. Hatten wir jetzt hier eigentlich noch einen Bauern... Ja, wir haben hier den ganzen Winter über eine Bauernfamilie belassen. Oh, schaut mal, die Schneeschmelze. Fantastisch. Ist das hier schon Emma, was hier durchkommt? Sieht ganz so aus. Ja, es ist noch Februar, aber das Frühjahr kommt. Sehr schön. Übrigens, der Lord hat hier jetzt erstmal auf einen Besuch verzichtet, denn im Winter ist es ihm doch ein bisschen unangenehm. Sein Besuch im Frühjahrsmatsch hat er schon in schlechter Erinnerung behalten, aber jetzt in der Kälte muss er hier nicht auch noch hingehen. Okay, ich glaube, unser Händler, der müsste jetzt auch irgendwann mal bald wieder an der Grenze ankommen. Finden wir ihn hier irgendwo? Hier ist er nicht mehr. Ist er schon so weit? Ah ja, schaut mal, da ist er beinahe rüber. Ich bleibe jetzt mal wieder hier, um zu gucken, ob das jetzt direkt reinkommt, wenn er dort ist. Wir schauen mal. Wie viel nimmt er mit? Wir haben jetzt 9. Jetzt ist er da. Okay, er hat nur... Hä? Er hat nur einmal verkauft. Der kann nur ein einziges Leder tragen. Wisst ihr was? Dann vermute ich mal, dass hier doch irgendwie ein Händler angehalten hat und wir das bloß nicht mitbekommen haben. Kann das sein? Aber hier sind immer noch 12 Leder. Aber wieso haben wir so viel Reichtum erhalten? Ich meinte, wenn der da hin und her geht für 6
Silberstücke, das ist ja erbärmlich. Okay, das ist ein Rätsel, das ich jetzt nicht lösen kann. Ich will mal den Händler im Blick behalten. Will aber auch im Blick behalten, ob wir hier... Ups. Ob hier alles soweit bei uns in Ordnung ist. 5 Monate. Ja, sieht eigentlich alles noch solide aus. Hier gibt es tatsächlich meines Erachtens nichts zu tun. Wir können wirklich mal ein bisschen schneller laufen lassen. Vielleicht sogar noch einmal schneller. Aber wir wollen den Händler nicht verpassen. Vielleicht hält er jetzt mal an. Also, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wie wir an den Reichtum gekommen sind. Vielleicht hatten wir den auch schon. Aber das letzte Mal, oder er muss das letzte Mal doch irgendwie mehr verkauft haben. Wobei ich mir nicht erklären kann, da müsste er ganz viel dabei gehabt haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er nur ein Lederstück tragen kann. Das könnt ihr hier üblicherweise alle nur. Wenn sie ohne Karren gehen, tragen sie immer nur eine Sache. Interessanterweise. Tja, Leute. Okay. Es gibt tatsächlich jetzt im Moment nichts zu verändern, so wie ich das sehe. Wir warten jetzt erstmal ab, was das Frühjahr bringt. Und ich bin mal gespannt, ob die Bauern jetzt irgendwann im März anfangen, hier dieses neue Feld zu bestellen. Ach Gott, schon wieder der gleiche Fehler, Leute. Ich muss ja hier Flachs eingeben. Genau. Und jetzt müsste es vielleicht auch schon losgehen. Na, ich bin mal gespannt, ob die im Februar schon anfangen. Ups, ich habe pausiert. So, jetzt aber. Möglicherweise müssen die auch das Feld bearbeiten. Bin ich mir nicht sicher. Ja, jetzt schmilzt der ganze Schnee. Aber auch sehr schön gemacht, wie das so nach und nach passiert. Nicht mit einem Mal. Toll. Bei den Beeren tut sich in der Regel logischerweise noch nichts. Und mit den 15 Reichtum können wir leider auch noch kein weiteres Huhn uns gönnen. Ich frage mich, haben die Hühner denn schon mal irgendwas gebracht? Also, oh ja, wir sehen 12 Eier, 13 Eier, tatsächlich. Die Hühner scheinen beizutragen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute ihre Eier direkt im Haus behalten, ne? Ah, und es sieht auch so aus, als ob man nur ein Upgrade machen kann. Ah, auch interessant, weil es gibt ja auch noch das Upgrade mit Ziegen. Allerdings ist das noch ein bisschen komplexer, glaube ich, denn man kann das zwar auch kaufen. Wir können das auch mal probieren. Aber dazu braucht man, glaube ich, noch ein extra Gebäude. Also auch so eine Art Handelsposten, mit dem man Tiere einhandelt. Es könnte aber auch noch interessant sein, weil wir möglicherweise noch einen zweiten Ochsen oder sowas gebrauchen könnten. Wobei, Baumaßnahmen laufen jetzt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So. Jetzt kommt der Bauer, es ist März. Dann waren wir Gott sei Dank nicht zu spät hier mit der Umstellung des Feldes. Und der bereitet jetzt hier das Feld für Flachs vor, während das hier schon kräftig wächst. Kann man davon ausgehen, dass es vermutlich zu einer früheren Ernte kommt, als wenn man jetzt erst aussät? Es wurde ja, stand ja irgendwo geschrieben, dass die Ernte erfolgreicher ist, wenn man im Herbst sät. Wir sehen, es ist schon halb reif. Das ist ja enorm. Aber wieso haben wir hier 36%? Ist ja erstaunlich. Als wir angefangen haben, waren es 71%. Also die Rotation scheint mir echt wichtig zu sein. Ich meine mich auch zu erinnern, dass der Wert hier höher war. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt verändert sich das interessanterweise auch nochmal. Auch das geht hier nochmal hoch. Ist leicht hochgegangen. Hm, erstaunlich. Okay, also die sind fleißig dabei. Sieht so aus, als ob die das locker hinbekommen. Mit zwei so mittleren Feldern. Hätten sie wahrscheinlich auch im Herbst hingekriegt. Wir werden das beobachten, wie es jetzt im Herbst laufen wird.
Wobei ich tatsächlich eigentlich im nächsten Jahr dann mit Bier irgendwie anfangen will, weil das benötigen wir dringend, um dieses Missionsziel zu erfüllen. Und das sollte hier schon unser Ziel sein, meines Erachtens. Nun ja, wir werden sehen. Erstmal bis zum Juni, Juli klarkommen, bis die Beerenernte da ist. Wobei jetzt sind es immer noch 5 Monate. Oh, das sieht solide aus, denke ich. Wir kommen hier, glaube ich, ganz gut zurecht. Okay. Hier ist jemand am Arbeiten, das ist gut. Eine Bauernfamilie scheint zu genügen. Mehr als eine Familie beim Jäger, glaube ich, sollten wir auch nicht machen, weil der hält das hier gerade so auf diese 15 Tiere. Das scheint alles ganz gut im Lot zu sein. Ja. Oh, und ich sehe gerade, die Beeren sind schon... Ah, okay. Das heißt, die werden nicht langsam mehr, sondern ab März sind sie voll da. Das heißt, diese Information ist nicht ganz richtig. Also, Berry Deposits Regrow. Ja gut, ich habe es falsch verstanden. Sagen wir es mal so, die Information ist schon richtig. Das heißt einfach, die sind ab März einfach sofort wieder da. Ich dachte, das würde langsam nachwachsen. Ja, das heißt, wir können jetzt ganz gemütlich beginnen, Beeren zu sammeln. Wir haben 21 Holz. Das heißt, wir brauchen hier mit Abstand eigentlich im Moment hier nichts mehr. Dann würde ich sagen, die Familie kommt hier zum Sammeln. Und spannende nächste Frage ist, ob wir nicht noch irgendwo anders hier eine Veränderung machen wollen. Wir haben übrigens wieder 6 Gold dazu bekommen, weil er jetzt einzeln das Leder da zur Grenze trägt. Hier geht er wieder los. Sehr mühselig, das Ganze. Tja, wo könnte ich noch einsparen? Hier. Ja, das Leder werden wir im Moment gar nicht los, solange das mit dem Handel nicht klappt. Wir haben hier 17 Leder, da könnte man sagen, solange die Beerenernte läuft, schicken wir die hier wieder raus. Und wir haben überhaupt eine Familie, ja, sehe ich gerade, frei. Die brauche ich auch nicht, wir können alle 3 da reinpacken. Und das müsste jetzt reichen, um eine zügige Beerenernte zu organisieren. Wie weit sind die hier mit dem Feld? Sieht so aus, als wären sie da auch fast durch mit der Bestellung. Also mit der Vorbereitung der Bestellung. Okay, das heißt aber, wenn wir dieses Jahr schon Flachs ernten, müssen wir uns natürlich auch um dieses Thema schon kümmern. Das heißt, wir können durchaus auch ein bisschen bauen. Und jetzt gucken wir mal, was wir da brauchen. Wir brauchen einfach nur dieses Gebäude. Wenn ich es richtig verstehe. Genau, Flachs. Ja, und 4 Holz, kein Problem. Wie groß ist das Gebäude? Es ist sehr groß. Okay, langsam kriegen wir so ein paar interessante Platzprobleme. Ich meine, es ist schon logisch, dass das in der Nähe des Flachsfeldes auch steht. Ja, ich würde sagen, wir machen das mal dort. Auch wenn der Weg zu den Lagerungen dann ein bisschen kompliziert ist. Aber wir setzen das mal mittig. Und werden hier noch so eine kleine Abkürzung entwickeln. Hier hinten am Grundstück entlang. Bin mir nicht sicher, bauen wir das erstmal, ob wir hier noch durchkommen. Ja, das geht. Ja. Okay, das passt. Und ich sag mal, wenn wir jetzt die Beerenernte drin haben, dann kann ich mir vorstellen, dass wir mindestens eine neue Familie hier auch holen können. Das sollte jetzt sein. Beziehungsweise wir brauchten vermutlich sogar 2 bis 3 neue, weil jemand muss jetzt das zu Leinen verarbeiten, jemand muss die Mühle bedienen, jemand muss Bäcker sein. Ja, genau. Ab jetzt geht's in die Expansion wieder. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob jetzt hier die Beerenernte schon begonnen hat. 95, 104 sehe ich noch nicht ganz, aber ich glaube, ich habe hier gerade die ersten Leute kommen sehen. Ja, geht los. Geht los. Die suchen sich, glaube ich, selbst den sinnvollsten Arbeitsplatz. Wir sehen jetzt hier, wie Flachs gesät wird und wir sehen hier schon die Baustelle für die Weberei. Ah, sehr gut. Schaut mal hier. Wird schon der neue Weg auch benutzt. Prima.
Ach, die Frühlingssonne. Wie sie wärmt und hier die letzten Pfützen von der Schneeschmelze wegtrocknet. Schön anzusehen. Ich glaube, ich werde mit den nächsten 25 Gold mal probieren, wie das ist mit den Ziegen. Weil dann würden wir Milch erhalten, was ja auch ganz nett ist. Und ich glaube, ich nehme mal die Pausierung raus, weil die ja überhaupt irgendwie auch nichts gebracht hat. Ne? Das wurde ja dann doch verwendet, wurde beliefert. Die Leute haben dort was abgeholt. Also das scheint noch nicht so ganz zu funktionieren, wie mir scheint. Aber wir können uns schon mal überlegen, wo sollen denn die nächsten Häuser entstehen? Ich meinte, oh, schaut mal, wisst ihr was? Ich habe noch eine Idee. Wir können, weil sich der Waldrand ja jetzt massiv verschoben hat, wir könnten die Häuser verrücken und dann hier einfach zwei, drei neue bauen. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd, ne? Genau, schaut mal, das können wir neu positionieren. Ich werde mal dazu diese Straße hier löschen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Bauarbeit, die dann nötig wird, aber solange wir jetzt noch keinen Förster haben und unsere Siedlung weiter wächst, scheint mir das sogar vernünftig zu sein. Das so zu handhaben. Wir machen das mal so rum. Okay. Und das würde ich tatsächlich mit denen hier auch machen. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, einige Vorräte. Die hätten aber wahrscheinlich Priorität beim Neubau. Das ist nochmal ein bisschen wichtiger. Treiben wir den Kahlschlag hier ein bisschen weiter rein in den Wald. So, dann müssen wir jetzt noch das mit den Wegen irgendwie machen. Und ich sag mal hier, das hat höchste Priorität. So, also, wie machen wir das? Ich würde mal sagen, den nehmen wir weg. Hier hatte ich aber gesagt, führen wir den Weg weiter. Weil da jetzt neue Häuser entstehen sollen. Bis da. Hier ziehen wir den Weg hoch. Granary full. Also diese Nachrichten, die sind ein bisschen merkwürdig. Es ist nicht mal ansatzweise voll. Und warum hier auch Feuerholz und Holz plötzlich hinkommt, weiß ich nicht. Schaut mal das. Hä? Warum lagert das denn da vorne? Wieso? Weshalb? Warum? Wird hier irgendwas ausgebaut? Ein bisschen unklar. Okay, hier können also neue Häuser entstehen. Theoretisch sogar hier. Also in zwei Reihen. Ja, das ist möglich. Oder wir nutzen den Platz, um die Kirche... um den Ort für die Kirche zu finden. Oh, warte mal. Das ist auch keine schlechte Idee. Überhaupt eine Kirche könnten wir theoretisch auch schon bebauen. Die hat ja keine großen Voraussetzungen. Warum würde das nicht gehen? Ach, wegen dem Holzfäller. Wegen des Holzfällers da hinten. Okay, Leute, jetzt, wo ich das sehe, gut, dass ich das sehe, werde ich das nochmal... Kann ich das jetzt... Okay, ich sehe gerade, wenn man irgendwas kaputt macht, wird das hier hingebeamt. Ich werde hier gerade gewarnt davor, das jetzt zu zerstören. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Das Schlimmste wäre ein Absturz, aber ich nutze es jetzt mal, weil ich das Ganze jetzt weiter zurückrücken will. Das ist die Idee des Ganzen. Damit dort potenziell noch eine Kirche hinpasst. Also setzen wir es noch ein bisschen weiter nach hinten. Ja, ich verliere da weitere 9 Bäume. Aber noch haben wir es ja. So, ich teste das mal, ob jetzt die Kirche hinpassen würde. Ja, perfekt. Perfekt. Okay, das heißt, wir gehen hier mit einer Straße hier hin. Und von da daran. Und daran und von da vielleicht hier noch durch. Ah, warte mal, da haben wir ja direkt einen Anschluss. Den nehme ich nochmal. So.
Okay, und hier gehen wir darüber, falls es irgendwie von Bedeutung nochmal wird. Sehr schön. So, jetzt haben wir aber einiges hier, was gebaut werden muss. Aber wir haben auch ganz gut Baumaterial. Das ist schon in Ordnung so. Und wir haben die 27. Und das ist jetzt auch was, was gebaut werden müsste. Ja, das machen wir mal. Wir werden hier mal jetzt diese Ziegen freischalten. Ja. Aber auch das muss gebaut werden. Ja, logisch. Okay, gucken wir mal. Wächst hier schon was? Flachs? Ah, so ganz bisschen. Wurde ja auch spät gesät. Aber das Gebäude sieht ja auch schon ganz gut aus. Aber sie sind noch lange nicht fertig, die Bauarbeiter. Wir haben eine nicht zugewiesene Familie. Wie ist das denn gekommen? Ach so, weil ich natürlich, weil ich die hier abgerissen habe. Das ist aber ganz okay. Das heißt, die können sich jetzt mit den Baustellen befassen. Das ist in Ordnung. Es könnte auch sein, dass diese Nachricht immer dann kommt, wenn jetzt hier was reingebeamt wird, wie diese Holzdinger von dem Gebäude, was kaputt gegangen ist. Wahrscheinlich kommt deshalb die Nachricht, weil eigentlich hier gar kein Holz gelagert wird und das interpretiert das System dann vermutlich, dass ich an der Grenze der lagerungsfähig bin, weil die Lagerungsfähigkeit null ist, gewissermaßen. So, hier muss aber noch Holz geliefert werden, wie wir sehen. Jetzt ist alles da, jetzt kann das zu Ende gebaut werden. Sehr schön. Emma, da sind wir bei 2/3. Wir sind im April. Was machen die Beeren? Sieht gut aus. 70 hier hinten sind sie noch nicht hingegangen. Das ist auch nachvollziehbar, weil das ja nah bei ist. Sehr schön. 95 Beeren. Ja, ich würde sagen, das Überleben ist gesichert. Nahrung für 6 Monate, jetzt im April. Das hat also gut funktioniert. Schön. Und wir sehen, sie sind auch fix dabei, hier den Holzfäller zu bauen. Die Priorisierung hat auch geklappt. Dann würde ich sagen, kommt wieder eine Familie hier rein. Wobei, 9 Monate, ne? Lassen wir sie nochmal außen vor, weil Bauarbeiten sind jetzt auch wichtig, würde ich sagen. Dass die nämlich hier vorangehen, finde ich auch sehr gut. Hier sind 5 Mann beschäftigt, so wie es aussieht. 7 steht hier sogar. Und gleich ist das Ganze fertig. Okay, prima. Da haben wir es. Das schauen wir uns mal an. Schönes Haus. Sieht auch immer eigentlich aus wie ein Wohnhaus, ne? Hier sehen wir schon, glaube ich, Utensilien des Webers. Aber viel ist ansonsten nicht zu sehen. Mal sehen, ob er dann draußen sitzt und irgendwie spinnt oder so. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich fände es irgendwie ganz cool, wenn Wohn- und Arbeitshäuser irgendwie dann doch miteinander verbunden sind. Wenn also der Weber, der hier arbeitet, auch wohnt. Dann könnte man natürlich nicht so flexibel die Leute hin und her schicken, wie mit diesem Arbeitsstellensystem, aber es wäre realistischer. Gut, ihr seid hier am Bauen. Hier wollen wir die Kirche bauen. Das heißt, wir werden jetzt hier noch Wohnhäuser bauen. Und ich bin mal gespannt, wie viel hier hinpasst. Wenn wir ein bisschen Glück haben, passen hier vielleicht sogar 3 hin. Aber ich glaube eher nicht. Wir werden sehen. Wir fangen das mal von der Ecke an, gehen hier komplett rüber. Machen wir das Ganze hier. Ja? Okay, er sagt mir jetzt 3. Achso. Okay, das wäre 1. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Hier 2 und da 1. Ganz komisch. Na, ich würde sagen, wenn das so ist, dann... Dann lassen wir hier ein bisschen Platz. Machen es nur bis zur Ecke. Vielleicht so. Aber da kriegen wir auch keine 2 rein. Nee, dann war das mit den 2 schon irgendwie cooler. Ja, dann ist es halt so, ne? Dann machen wir es so. Dann bauen wir hier 2 weitere Häuser. So, schön im Kreis. Und
Ja, ich würde schon sagen, dass wir noch ein drittes benötigen. Ja, wir gucken noch mal kurz, wie das mit den Ziegen jetzt hier läuft. Oh mein Gott, das sieht ja auch gut aus. Und offenbar müssen wir die doch nicht kaufen. Wie komme ich darauf, dass man die kaufen könnte? Weil es hier ein Gebäude gibt, was ich gefunden habe. Hier. Livestock Trading Post. Erlaubt das Importieren und Exportieren von... Ja, von Ziegen, ne? Das sollen wohl Ziegen sein, ja. Goat. Aber sie sind ja irgendwie da. Ich meine, wir können den mal bauen und gucken, was passiert. Aber es scheint jetzt erstmal so zu funktionieren. Das ist erfreulich. Wir haben auch schon wieder 8 Reichtum, der arme Händler. Ja, hier wäre es natürlich jetzt cool, diesen Entwicklungspunkt investieren zu können, um, wir haben ja hier gesehen, um hier so einen Karren kaufen zu können. Das wird vermutlich über die Entwicklung freigeschaltet werden, könnte ich mir vorstellen. Gut, also hier werden 2 Häuser gebaut. Wir können schon mal gucken, ob neben der Kirche möglicherweise auch noch ein Haus passt. Ist die Frage, wollen wir jetzt so viel bauen? Reicht das wirklich alles? Ja, 7 Monate. 26% jetzt, 142. Mal sehen, wie die Ernte laufen wird. Ansonsten ist alles vorbereitet. Ach kommt, jetzt hauen wir einfach mal raus. Jetzt hauen wir mal raus. Jetzt bauen wir als nächstes, planen wir hier die Kirche. So, ein Haus passt da nicht mehr hin, ist aber auch egal. Die Frage ist, ob da noch ein Weg hinpassen sollte. Ja, ich denke, das sollte der Fall sein. Ist natürlich ein bisschen unschön, wenn die Kirche jetzt kein... Ja, es wäre natürlich cooler, wenn die so einen freien Zugang hätte. Hin zum Dorf, ne? Das haben wir jetzt mit diesen beiden Häusern zugebaut. Aber... Ist halt so. Ich baue es mal so weit wie möglich nach links. Schaut mal, geht da dieser Weg. Den kann man dann nochmal verändern. Der führt dann zumindest direkt zur Kirche. Das ist okay. Planen wir das mal. Dann könnte man nämlich hier noch... Ja, es bleibt... Es bleibt nicht ganz so schön geplant. Also jetzt, wo man weiß, wie groß bestimmte Gebäude sind, könnte man von vornherein noch ein bisschen mehr und besser Platz lassen. Aber das ist schon in Ordnung. Gut, aber dennoch stellt sich die Frage, wo wir noch ein weiteres Wohnhaus platzieren. Ich wollte eigentlich ja schon lange mal gucken, ob wir hier bei Smell irgendwas haben. Aber wir sehen, da scheint es überhaupt gar keine Probleme zu geben, auch bei der Gerberei nicht. Wobei die ja auch gar nicht arbeitet, ne? Okay, dann ist die Anzeige wahrscheinlich nicht hilfreich im Moment. Aber diese Gebäude, diese Arbeitsgebäude scheinen keine Probleme zu machen. Insofern könnte man also eigentlich hier auch noch ein weiteres Gebäude platzieren. Ein Wohngebäude. Das funktioniert nicht wegen der überlappenden Punkte. Ich frage mich, ist das hier ein Weg, der vielleicht da unnötig überlappt, den wir vielleicht nochmal wegnehmen müssen? Ja, das ist der Gesamtweg. Den ziehen wir mal von hier nochmal neu. Ach Gott, jetzt habe ich ja hier wirklich alles kaputt gemacht. So. Aber jetzt guckt das da nicht so rein. Insofern war das schon richtig. Vielleicht sollte ich hier mal den Snap rausnehmen. Geht aber hier nicht. Wo starten wir hier? Wir gucken mal. Bis hier kämen wir. Dann könnte es funktionieren. Oh, das erste Haus ist da fertig. Dann gehen wir hier rüber. Und wenn wir das so bauen, kriegen wir noch ein weiteres Haus. Ja, machen wir. Gut. Also, es ist Frühling und wir sind mutig. Neue Einwohner können zu uns kommen. Wir haben, glaube ich, sowohl das Problem, das Nahrungsproblem, als auch das Feuerholzproblem im Griff, würde ich sagen. Mal sehen.
schauen, wann sie kommen. Ich denke, mehr als diese drei werde ich aber erstmal nicht holen. Das bedeutet aber, wir brauchen eigentlich auch langsam wieder einen, der hier Holzfäller macht. Gerade wenn wir die Kirche... Wobei, das ist, glaube ich, schon abgezogen, ne? Ah, es sind auch eben nur noch vier, ja. Sie bringt jetzt schon Holz hier für die Kirche. Oh, das wird spektakulär, wenn die Kirche erstmal steht. Großartig. Und man sieht auch erstmals hier ein bisschen Flachs. Was wird das für eine Ernte geben? 92. In 138 Tagen wird geerntet. Hier sehen wir es ja auch. Während hier in... Auch in 138 Tagen. Okay. Das könnte natürlich noch ein Thema werden, dass wirklich gleichzeitig geerntet wird. Da muss man möglicherweise so Erntehelfer noch hinschicken. Könnte ich mir vorstellen. Gut. Reichtum ist nicht viel dazugekommen. Mit dem Handel hat das irgendwie, klappt das immer noch nicht. Habe ich tatsächlich auch noch nicht rausbekommen, wie es geht. Hm, hier kann man nichts einstellen. Ja. Wir hatten zuerst, glaube ich, auch Trade to Match. Ich kann es nochmal ändern. Vielleicht bringt es irgendwas. Versuchen wir. Aber scheint ein Feature zu sein, was noch nicht richtig funktioniert, was ja auch völlig okay ist. So, und ich sehe, glaube ich, dass eine Familie hier schon eingezogen ist. Denn wir haben wieder eine nicht zugewiesene. Und das nächste Haus ist fertig. Sehr, sehr schön. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass das Haus hier eigentlich eine höhere Priorität hat als die Kirche. Weil wir brauchen die Leute langsam. Ja. Da stellt sich eigentlich die Frage, wo sollten wir sie jetzt einsetzen, bevor die Ernte startet? Hier beim Jäger nicht. Wir sind hier wirklich immer an der Grenze, 15, 16. Bei den Beeren vielleicht. Wobei, da haben wir bis... Ah, da haben wir noch bis Oktober Zeit. Drei, mehr als drei brauchen wir da nicht. Die nächste Familie ist da. Sehr, sehr schön. Ja, ich meinte, wir könnten, weil das hier irgendwie so schleppend läuft, könnten wir mal hier für eine gewisse Zeit jemanden hier einstellen, der die Sachen holt. Das wäre auch in Ordnung. Und im Zweifel noch ein Holzfäller. Wobei natürlich Arbeitskräfte auch ganz gut sind. So, hier haben sie aber jetzt schon angefangen mit dem Kirchenbau. Ich könnte mir vorstellen, dass die Änderung der Priorität dann nicht mehr greift. Wahrscheinlich müsste ich jetzt pausieren. Das geht allerdings nicht, wie es aussieht. Ja. Komisch, bei dem anderen Gebäude hatte ich eine Pausierungsoption. Hier nicht. Naja, dann sollen sie von mir aus da die Kirche zuerst bauen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass hier noch nichts hin transportiert wurde. Ja, schaut mal, hier waren noch keine Güter da. Jetzt, glaube ich, orientieren sie sich um. Perfekt. Jetzt gehen die Arbeiter hier hin, um das nächste Bauernhaus zu bauen. Großartig. Haben wir denn jetzt auch schon so ein bisschen... Warte mal, Nahrung finden wir hier. Haben wir auch so ein bisschen Milch schon? 34 Eier. Und 3 Milch, tatsächlich. Also die Ziegen geben Milch. Wunderbar. Ich werde trotzdem aus reiner Neugierde mal diesen Viehhandelsposten bauen. Mal gucken, was da noch möglich ist. Vielleicht können wir auch noch einen weiteren Ochsen dazu kaufen. Das könnte vielleicht auch ganz hilfreich sein. Okay, damit sind wir mittendrin im neuen Jahr hier in unserem Dorf. Das größte und spannendste Bauprojekt wird mit Sicherheit die kleine Dorfkirche sein. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn sie fertig gebaut wird und wir den ersten Glockenklang dieser Kirche hören können. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.